Guten Tag, liebe Zuschauer. Heute möchte ich euch mal zwei Pilze vorstellen, die von vielen Leuten als Speisepilze sehr geschätzt werden, nämlich zum einen den Sommersteinpilz und zum anderen den flockenstieligen Hexenröhrling. Schauen wir uns diese beiden Pilze doch einmal an. So, hier haben wir einen Sommersteinpilz vor uns. Bei dem Sommersteinpilz ist der Hut zuerst dunkel und wird dann im Alter immer heller. Beim Fichtensteinpilz ist es umgekehrt. Da sind die jungen Hüte recht hell und werden dann im Alter immer dunkler. Ja, er heißt zwar Sommersteinpilz, aber wie man sieht, gibt es ihn auch noch jetzt, Anfang November. Er hat diese typische dunkelbraune Huthaut, die dann später so ein helles Milchkaffeebraun bekommt. Ja, jung ist er noch etwas halbkugelig. Man sieht auch hier, dass der noch nicht so ganz ausgebreitet ist. Er ist dickfleischig, der Hut, und die Oberfläche ist so ein bisschen feinfilzig. Und wenn es trocken wird und der Pilz recht alt ist, dann reißt die Huthaut auch oft so etwas auf. Daran erkennt man ihn auch ganz gut. Das macht ja der Fichtensteinpilz nicht so sehr. Ja, die Mündungen sind in der Jugend weiß, es kann auch so ein gräuliches Weiß sein, und werden dann im Alter immer gelblicher, bis sie dann schließlich so ein Olivgrün bekommen. Und der Stiel ist ausgebuchtet angewachsen, also die sind am Stiel etwas ausgebuchtet angewachsen, die Röhren. Ja, der Stiel selber ist hellbraun und hat so ein weißliches oder auch leicht bräunliches Netz. Und ja, der Stiel ist auch bauchig und wird dann später keulig bis zylindrisch in seiner Form. Ja, das Fleisch dieses Steinpilzes ist weißlich, kann aber auch so leichte Cremetöne aufweisen. Und wenn man unter die Huthaut schaut, dann hat es ein helles Braun. Es ist ein weiches, schwammiges Fleisch. Und der Geruch dieses Steinpilzes ist recht angenehm. Ja, und den Geschmack würde ich so als nussartig beschreiben. Er ist ein sehr guter Speisepilz. Er kommt übrigens in verschiedenen Wäldern vor, also sowohl im Laubwald wie auch im Nadelwald. Er mag am liebsten kalkhaltige Böden und es gibt ihn oft schon ab Monat Mai. Man findet ihn besonders häufig bei Eichen, aber auch bei Buchen. Weil hier ist so, an dem Weg, wo ich bin, da sind so verschiedene Bäume. Hier sind Kiefern, sehe ich. Ja, das sind hier die meisten Bäume. Da drüben stehen noch ein paar andere. Mal gucken, der Hut nochmal von oben. Hat ein schönes dunkles Braun, aber er wird dann im Alter, wie gesagt, heller, dieser Hut, und reißt dann auch etwas auf. Ich gehe jetzt mal zu einem älteren Exemplar von einem Sommersteinpilz, dann könnt ihr mal den Unterschied zu diesem jungen Steinpilz sehen. So, hier seht ihr jetzt mal ein älteres Exemplar eines Sommersteinpilzes. Hier könnt ihr sehen, der Hut ist heller und es ist auch aufgeplatzt alles. Das ist so ein helles Milchkaffeebraun. Die Röhren sind schon ziemlich alt, schwammig, gelblich. Da könnt ihr den Stiel sehen, der weist so ein leichtes Netz auf. Ja, das ist der gleiche Steinpilz wie eben, also die gleiche Art, aber ein älteres Exemplar eben. Ich zeige euch jetzt noch mal ein drittes Exemplar. Ja, hier seht ihr Exemplar Nummer 3. Dieser Sommersteinpilz ist auch schon etwas älter und die Huthaut ist ebenfalls schon ein helles Milchkaffeebraun. Ist schon auch etwas verschrumpelt, der Hut, wie man sieht. Da sieht man noch den braun-weißen Stiel. Hier nochmal von oben, und ihr seht hier auch die Kienäpfel liegen. Ja, hier ist alles voll mit Kienäpfeln, weil hier sehr viele Kiefern stehen. Aber der Sommersteinpilz ist da nicht sehr anspruchsvoll. Obwohl er sehr gerne bei Eichen wächst, ich finde ihn sehr oft in Eichenwäldern, kommt er zuweilen auch hier bei den Kiefern vor. Noch mal etwas von unten. Ja, hier könnt ihr noch mal den Hut von oben sehen.
mit seinem hellen Milchkaffeebraun. Ja, drei schöne Steinpilze, die hier wachsen. Es gibt auch noch den Kiefernsteinpilz, der ebenfalls unter Kiefern wächst. Der kommt in der Regel aber nicht mehr so spät im Jahr vor. Er hat auch einen noch dunkleren Hut. Und er ist, wie gesagt, auch seltener als die anderen beiden Steinpilzarten. Ja, so viel erstmal zum Steinpilz. Vor allem hier zum Sommersteinpilz. Der Steinpilz gilt ja als ein sehr guter Speisepilz. Und hier zum Vergleich seht ihr einmal einen schönen Hexenröhrling. Der Hexenröhrling wird auch von vielen Leuten als guter Speisepilz geschätzt. Aber er wird nicht von jedermann vertragen. Manche Leute reagieren mit Magen-Darm-Beschwerden auf diesen Pilz. Manche erst dann, wenn sie ihn zusammen mit Alkohol genossen haben oder 2 Tage vorher oder nachher Alkohol getrunken haben. Das ist individuell verschieden. Das muss man schauen, ob man diesen Pilz verträgt oder nicht. Er heißt auch Schusterpilz, auch Frauenpilz, im Gegensatz zum Steinpilz, der ja oft als Herrenpilz bezeichnet wird. Und er heißt auch Donnerpilz, wahrscheinlich weil er aufgrund seiner rötlichen Farbe einen Bezug zum germanischen Donnergott hat, den man sich als rotbärtig vorgestellt hat. Ja, der Hexenröhrling hat auch einen feinfilzigen Hut. Da ist das Filzige noch stärker als beim Sommersteinpilz. Der Hut kann bis zu 15 cm im Durchmesser werden. Ist so von dunkelbrauner Farbe und hat oft hier so auch ein paar Gelb- oder Rottöne mit drin. Ich schaue mal von oben hier auf den Hut. Da könnt ihr die Töne ganz gut sehen von diesem schönen Hexenröhrling. Ja, der ist jung halbkugelig und wird dann später auch polsterförmig, dann flach. Und er hat eine recht kräftige Erscheinung, so ähnlich wie der Steinpilz. Ja, die Mündungen, wenn sie jung sind, haben so ein gelbliches Oliv. Die werden dann aber später dann bald orange und dann auch ziemlich dunkelrot. Und die Röhren und die Mündungen, die blauen sehr stark bei Berührung. Auch das Fleisch, welches übrigens von gelber Farbe ist, das blaut, wenn man es durchschneidet. Ja, die Röhren sind gelblich und am Stiel ausgebuchtet angewachsen. Auch der Röhrenboden ist gelber. Wie gesagt, die Mündungen haben eben diese Rottöne, woran man diesen Pilz auch gut erkennen kann. Ja, der Stiel weist einen gelben Grund auf und hat eben dieses flockige Muster. Es gibt ja auch noch den netzstieligen Hexenröhrling, den man an seiner Netzstruktur auf seinem Stiel erkennt. Aber das hier ist zweifelsohne ein flockenstieliger Hexenröhrling. Ja, auch der Stiel ist sehr empfindlich. Ne? Das heißt, wenn man ihn drückt, dann blaut er auch sofort. Und wie man sieht, ist er bauchig, er ist auch oft sehr keulig. Zylindrische Formen kommen hingegen seltener vor. Und der Hexenröhrling ist auf jeden Fall roh, giftig. Also man muss ihn immer gut erhitzen, wenn man ihn essen möchte. Im Gegensatz zum Steinpilz. Den Steinpilz kann man auch roh essen. Allerdings würde ich das bei Waldpilzen nicht so gerne tun, weil da besteht die Gefahr, dass sie mit dem Fuchsbandwurm kontaminiert sind. Aber viele Leute vertragen rohe Steinpilze ganz gut. Empfindlichere Leute kriegen davon Magenbeschwerden, aber meistens werden auch rohe Steinpilze in kleinen Mengen gut vertragen. Aber der Hexenröhrling muss auf jeden Fall immer durcherhitzt werden, denn er ist im rohen Zustand giftig. Der Hexenröhrling wächst sehr gerne da, wo die Böden sauer sind. Kalk mag er nicht so gerne. Und er erscheint auch in den November hinein. Und wenn man Glück hat, kann man ihn auch schon ab Mai finden. Ja, wie ich schon sagte, ist das Fleisch gelb. Und wenn man es sich anfühlt, es fühlt sich auch sehr hart und fest an. Man kann auch sagen, es ist sehr kompakt.
Ja, ich finde die Hutoberfläche sehr interessant, dieses schöne dunkle filzige Braun. Ja, man merkt, dass es schön feinfilzig ist. Und dann diese interessanten Tönungen da, dieses gelbliche und rötliche, mit denen der Hut durchzogen ist, diese schöne Farbgebung. Dieser Pilz ist noch recht jung, der wird sich also noch später ausbreiten. Hier kann man ganz gut mal seinen Stiel sehen und die flockige Struktur. Hier zeige ich euch nochmal den Stiel des Hexenröhrlings ganz von nahem. Da könnt ihr seine Flockenstruktur erkennen. Das ist so typisch für den flockenstieligen Hexenröhrling. Ja, und wer ihn mag und ihn gut verträgt, für den ist er ein guter Speisepilz. Aber wer da etwas empfindlich ist, sollte erstmal schauen, ob er diesen Pilz überhaupt verträgt. Also manche Leute haben schon Vergiftungserscheinungen gezeigt beim Genuss dieses Pilzes. Man kann aber nicht ganz genau sagen, was das für ein Gift ist. Es ist kein Kuprin. Früher dachte man ja, dass das Kuprin schuld an der Vergiftung wäre, aber das hat er nicht. Es sind also andere Gifte, die man noch nicht genau nachweisen kann. Die Experten sind sich da auch noch nicht ganz einig, ob es wirklich ein Gift ist oder ob es eine allgemeine Unverträglichkeit gegenüber diesem Pilz ist. Es ist ja bei einigen Pilzen so. Ich kenne zum Beispiel einen Herrn aus unserem Dorf, der hat früher diese sehr giftige Frühjahrsleuchel gegessen, die ja tödlich giftig ist, mehrmals abgekocht und das Wasser weggegossen. Aber auch das ist gefährlich und irgendwann hat seine Frau zu ihm gesagt, er soll es lassen und hat das nicht mehr gemacht. Aber ihm ist zum Glück nichts passiert. Es gibt auch Leute, die früher den kahlen Krempling sehr gern gegessen haben, aber dann bei wiederholtem Verzehr kam es doch manchmal auch zu Todesfällen. Also man sieht, bei Pilzen ist das so eine Sache, das kann individuell sehr verschieden sein, wie die Menschen darauf reagieren. So, hier könnt ihr den Hexenröhrling nochmal von der anderen Seite sehen. Kann man so ein bisschen unter den Hut schauen. Dann sieht man, dass seine Röhrenmündungen eine rötliche Farbe aufweisen. Da es hier der einzige Pilz ist, lässt man ihn dann auch natürlich stehen. Es wäre schade drum, der soll sich ruhig mal vermehren. So, mal ein bisschen das Gras entfernen, dann kann man ihn besser sehen. Ja, auch hier die Struktur auf seinem Hut. Ja, es ist ein sehr hübscher, junger, flockenstieliger Hexenröhrling. Ja, also wie gesagt, immer gut durcherhitzen den Hexenröhrling, bevor man ihn verzehrt. Und erstmal schauen, ob man ihn auch gut verträgt. Viele Leute, wie gesagt, vertragen ihn auch zusammen mit Alkohol sehr gut. Aber auch da muss man schauen, es gibt auch Leute, die diese Kombination nicht so gut vertragen, die dann Vergiftungserscheinungen zeigen. Zum Beispiel erhöhte Herzfrequenz, Magen-Darm-Beschwerden, Herzrasen, alles sowas. Aber wie gesagt, sonst allgemein ist er ein guter Speisepilz für diejenigen, die ihn vertragen. Und er soll vom Geschmack her auch dem Steinpilz ähneln. Manche essen ihn sogar noch lieber als den Steinpilz. Ja, der Schusterpilz, flockenstieliger Hexenröhrling, Frauenpilz oder Donnerpilz. In manchen Gegenden nannte man ihn auch den Zigeuner oder Zigeunerpilz in früheren Zeiten. Ja, hier könnt ihr den Hexenröhrling noch mal von weitem sehen. Und hier ist der Wald. Er wächst hier in einem Kiefernforst. Hier könnt ihr die Kiefern sehen. Hier vorne stehen etwas ältere, hinten jüngere Kiefern. Das ist alles Kiefern, die hier stehen. Hier wächst keine andere Baumart. Das ist so ein kleiner angepflanzter Kiefernforst. Und hier mittendrin der Hexenröhrling. Der Hexenröhrling kommt aber auch in anderen Wäldern vor. Und wie gesagt, am liebsten auf sauren Böden. Ja, diese beiden Pilze wollte ich euch mal zum Vergleich zeigen, den Sommersteinpilz und den flockenstieligen Hexenröhrling.
Das wäre es auch dann schon zu diesen beiden schönen Pilzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Auf Wiedersehen.